treibt die Inflation. Gas, Strom, Lebensmittel, alles wird teurer. Die Folge: immer mehr Menschen können sich immer weniger leisten. Gegen die steigenden Energiepreise demonstrierten heute bundesweit Tausende, wie hier in Leipzig. Protest auch in Berlin. Vor dem Kanzleramt versammelten sich die, die die Krise wohl am härtesten trifft. Lisa Jandi berichtet. Ich bin armutsbetroffen und ich schäme mich nicht mehr dafür. Sie ist alleinerziehende Mutter und bezieht Arbeitslosengeld II. Sie will, wie so viele hier am Kanzleramt, dem abstrakten Wort Armut ein Gesicht, eine Stimme geben. Wir rudern, wir verzichten, wir stagnieren, wir resignieren, wir erkranken. Armutsbetroffen ist viel. Es begann mit einem Hashtag, den sie im Mai diesen Jahres auf Twitter postete und der zur Bewegung wurde. Ich bin armutsbetroffen. Mein Geld reicht nur noch für Lebensmittel. Ich möchte einmal im Monat meine Mutter besuchen. Das sind immer 50 Euro Fahrgeld und das ist nicht mehr drin. Es ist wirklich so, dass ich zum 20. mittlerweile sagen kann, okay, Obst und Gemüse ist nicht mehr, sondern halt nur noch harte Lebensmittel, also wie Nudeln. Und so sind es immer mehr, die auf die Lebensmittelspenden der Tafel angewiesen sind. Schon jetzt gelten 13,8 Millionen Menschen in Deutschland als armutsgefährdet. Ich fürchte, dass durch die Pandemie, durch die Energiepreisexplosion und durch die Inflation sich die Armut zunehmend in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet. Und das heißt eben auch, Mittelschichtfamilien werden betroffen sein und Menschen, die bisher glaubten, von Armut in keiner Weise tangiert zu sein. Auf der Bühne vor dem Kanzleramt sprechen heute nur Betroffene. Sie fordern unter anderem höhere Regelsätze und vor allem, dass man mit ihnen spricht, nicht nur über sie.